Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Lieder gar nicht geschaffelt werden, sondern dass hier die ganze Zeit alles in einer Reihe durchläuft. Jetzt sind wir hier gerade bei Bloody Tears. Warte mal. Geh mal ganz kurz rüber und mach mal den hier. Ah. Kann nie falsch sein. Da 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 dam. Da 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 dam. Da 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 dam. So, ich glaube, da muss ich mal Folgendes machen. Hui. Hier mache ich erstmal wieder dicht. Au, ich wollte doch gerade noch einen Block setzen, weil ich so clever bin, aber leider hat das wohl nicht geklappt. Kann ich hier zufällig? Nein, kann ich nicht. Mist. Kann ich hier vielleicht so? Mist, jetzt komme ich da auch nicht mehr hin. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich da eine Lücke gemacht. Mist. Huhu. Na also, die Lücke haben wir geschlossen. Dafür haben wir da oben einen hinterlassen. Und die Frage ist immer noch, wie wird dieser Hauseingang später aussehen? Ich glaube, da möchte ich einfach alles massiv gestalten. Ein wahres Massiv. Da, 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 da. So, wie viel haben wir denn da jetzt in der Breite? 1, 2, 3, 4, 5. Lalalala. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann können wir von hier aus nämlich mit der Schaufel mal gegengehen. Da müssten wir auch. Die Lücke müsste sich ja auch irgendwo finden lassen. Mache ich doch mal Folgendes, ich kleister dann hier einen hin, so, da müsste die Lücke gewesen sein. So, la la la, la la, na, jetzt hier dahin und dann hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, na also. Au, das wollte ich eigentlich verhindern. So, dann haben wir hier einen massiven Eingang. Der müsste jetzt theoretisch... Der geht hier einen breiter. Hier müsste auch einen breiter gehen. Das ist sehr gut. Oh. Hm. So, dann machen wir hier mal Erde rein. Und dann machen wir da mal... Und vielleicht können wir das nochmal ein nach vorne ziehen. Es wird schon wieder Nacht. Das glaubst du doch nicht. Ich ziehe jetzt den Eingang hier mal ein bisschen nach vorne. Einfach, damit wir hier so eine Art kleines, ne, so einen kleinen Eingangsbereich haben. Und theoretisch könnte ich dann auch das hier alles mal ein bisschen verbreitern. Dann wird das letzten Endes nicht wirklich eine Bergbude, sondern mehr so ein... Weiß ich nicht, was es am Ende wird. Vielleicht so eine tolle Villa. Oder so. Wie schnell es hier bitte Nacht wird. Das kann doch gar nicht sein. Wir sind doch gerade mal 2 Sekunden auf dem Bein und schon papp wieder Nacht, papp wieder Nacht, papp wieder Nacht. So... Für die nächste Nacht hätte ich aber gerne noch was vorbereitet. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich das am besten machen soll. Bei der Monsterfalle wäre es schon recht passend, aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall wäre es treffender als hier irgendwo. Ich gehe mal ein bisschen zur Monsterfalle und vielleicht nehme ich da einfach mal ein bisschen Erde mit, damit wir da auch mal weiterkommen. Ich weiß, das sind so Arbeiten, die ziehen sich mal ein bisschen. Aber leider gehören die ja nun mal dazu. Das Bauen halt eben. So, lege ich mal die Cobblestones beiseite, die Cleanstones auch, den Gravier kann ich mal mitnehmen, ein bisschen Dirt haben wir dabei. Pfeile. Nagelpfeile können wir ruhig hier lassen, die Hände hier auch. Die Pfeile können wir ja ruhig mal mitnehmen, Bogen haben wir ja auch dabei, zack, sicher ist sicher. Die Diamantenspitzhacke nehme ich mal mit. Nö. Nö, nö, die nehme ich nicht mit, nö. Hier, guck mal, 3 kaputte Schaufeln ist doch immer super. Hat man doch gerne im Angebot. Können wir hier auch mal mitnehmen.
So ein blöder Flint. Was soll ich denn damit? Ein kaputtes Eisenschwert, ein paar Strings. Die Glasfenster lasse ich auch mal hier. Den Eimer, hier ist eh voll. Dann lasse ich das mal hier. Ich muss ja dringend aufräumen. Dringend. Ich kann es gar nicht mehr betonen. Dringend. So, habe ich die Erde nicht hier? Habe ich hier nicht Erde reingelegt oder habe ich hier nur Steine reingelegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe auch die Treppen noch, mit denen wollte ich ja eigentlich noch, ne? Und so, Cobblestones könnte ich theoretisch doch mal mitnehmen. So ein Stack. Egal, mache ich später. Eins nach dem anderen. Tja, nun, also, Hier ist gerade nichts drin? Nee. Ich wollte Erde mitnehmen. Was ich aber mal machen kann, ist zum Beispiel... Da es ja jetzt noch tags ist, gehe ich mal ganz kurz... Ganz kurz, dauert nicht lang. Ich gehe mal ganz kurz rüber in... Na, wenigstens ist es hier still. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht mal... Ach, weißt du was? Komm, wir gehen jetzt nicht durchs Portal, sondern wir machen einen kleinen Spaziergang. Weil es hier doch so schön ist. La, 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 la. Toll, jetzt haben wir so einen abgewanzten Knochen im Gepäck. Ist ja auch super. Und dann den Hausbau müssen wir auch noch weitermachen. Habe ich nicht vergessen. Ein bisschen was haben wir noch zu tun. Wie geil das ist mit dem Optifine, dass man jetzt so weit sehen kann. Ist echt eine Freude. Dauert nur leider mal ein bisschen, bis die Chunks dann nachgeladen sind da hinten, ne? Der muss ja jetzt umso mehr auch direkt reinladen. Aber das macht gar nichts, notfalls können wir die Tintenfische schlachten. So, übers Wasser mache ich jetzt mal den hier. La, 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 la. Einfach, damit sie nicht die ganze Zeit rumhoppelt, oder? Ach komm, ich mache das mal ehrlich hier. Da muss ich nicht rüberfliegen. Können wir ruhig machen wie ein Mann und einfach durchschwimmen. Und parallel ein bisschen wieder die Nase kratzen. Ist ja ein geheimes Hobby von mir. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich Minecraft aufnehme, juckt die Nase. Und dann schwimme ich gleich mal. Ach, wie schön. Das passende Lied zur passenden Zeit. Hier auf den Wellen. Nom, 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 nom. Beim Schwimmen einfach mal ein bisschen snacken. Gar kein Problem. Tauchen. Die Meere erforschen. Wilde Fischarten, gibt's hier sowieso nicht, darum können wir auch wieder auftauchen. Schneller, schneller! Eigentlich müssten wir hier auch noch mal ein bisschen rumlaufen und rumgucken. Da unten haben wir ja schon erforscht, da ist unser Wolfenstein. Müssen wir mal gucken, was man hier vielleicht noch machen kann. Außer so ein Wasserloch zu buddeln da, zum Beispiel. Aber bestimmt gibt es hier noch so manche spannende Gelegenheit. Aber wir müssen ja auch noch die Mörderhöhle ausbaldobern, fällt mir da gerade aus. Die haben wir ja immer noch nicht ausgekundschaftet. Mann, es gibt noch so viel zu tun. Ich habe das Gefühl, das staut sich alles auf und es wird immer mehr statt weniger. La, 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 la. Ich bin das zarte Rotkäppchen und laufe durch den Wald. Ich bin das zarte Rotkäppchen und Wölfe mach ich kalt. La 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 la. So, die Gegend kommt einem ja schon mehr oder weniger bekannt vor. Wir müssen doch bald da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist eine kleine Lehminsel. War das nicht hier irgendwo? Hier, so, da hinten. Ja, ich sehe es schon. Guck mal da hinten. Ach, ist das schön. Und so kehren wir zurück. Zum Ort des Geschehens. Und es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Als wir in Folge 200, Staffel 2 begannen. Eine neue Zuflucht bauten. Neuen Schutz fanden. Ein neues Heim im Untergrund errichteten. Und mit Liebe alles ausbauten, was wir alsbald schon verloren. Vernachlässigten.
ignorierten, im Stich ließen. Wird schon wieder dunkel eigentlich? Ach Mensch, guck mal, die Decke tropft inzwischen. Und die Kiste hier, alles noch. Mensch, eine alte Spitzhacke ist da noch drin. Eine Schallplatte, die können wir ja vor zu Hause mitnehmen. Und leckere Milch sogar. Und ein Lederhelm. Und Blumen. Und Erde. Deswegen bin ich hier. Kostbare Erde. Macht, was soll ich mit dem Pfeil hier? Nehme ich stattdessen lieber Erde mit, zack. Und dann mal gucken, hier müssten wir eigentlich noch... Hier müssen wir noch Platz drin haben, genau. Dann tun wir auch mal ein bisschen Erde da rein, zack, zack. Wer hätte gedacht, dass wir so viel brauchen würden? Jetzt können wir das auch mitnehmen, dann ist die Kiste wenigstens leer. Die ist leer, hier ist Gravier noch drin, das brauchen wir jetzt nicht so dringend. Holz. Holz ist immer gut. Könnte man theoretisch auch mitnehmen. Nein, Stickies. Das Holz nehmen wir mit. Jetzt beklauen wir uns sozusagen selbst. Hier, Nahrung für unsere Essenskiste. Da wir jetzt eine richtige Küche haben. Oh, Wolle. Könnten wir eigentlich auch alles mitnehmen. Aber mangels Platz wird das natürlich erstmal nichts mehr. Eisen und Gold und Gold und Eisen. Eigentlich waren wir ja ganz schön aktiv, ne? Ach, Hundis, ihr lieben Hundis. Ich würde euch gerne mitnehmen. Dort in die Freiheit. Die frische Luft schnuppern. Ein bisschen auf den Wiesen umhertollen. Ein Dutzend neuer Freunde. Aber euer Job. Ihr müsst das Haus bewachen. Ihr müsst hier bleiben. Auf ewig. Auf Wiedersehen, Hundis. Auf bald. Auf Wiedersehen, Behausung. Auf bald. Und es wird abends. Ich könnte noch eine Nacht in der Hütte verbringen. An alte Zeiten denkend. Ach Mensch, unsere Irrenanstalt. Unser Bett. Mit dem Sprungbrett. Brennende Nachbarn, überall. Unser Gewächshaus. Unser Sandvorrat. Unser Baugrund für eine riesige Pyramide, die nie kam. Und natürlich der Kackstift. Gute Nacht. Was natürlich nur nachts geht. Eine ertrinkende Kuh. Unser Angelteich. Oh, wie lange wir nicht mehr geangelt haben. Wir sollten eigentlich mal wieder angeln. Ist das ganze Leben nicht wie ein Angelteich? Wir sitzen alle daran und werfen unsere Angeln aus. Die einen ihre teuren Angeln, die anderen ihre billigen. Und so mancher zieht einen dicken Fisch heraus. Egal, welche Angel er benutzt. Es kommt immer nur auf die Beharrlichkeit drauf an. Und auf den Köder, den wir benutzen. Gute Nacht.